Hallo bei einer neuen Ausgabe der Zombie-Filmschule. Ich bin der Christian, immer noch der Kameramann, vor 10 Jahren bei Rage on Stage gewesen. Aber heute ist Richard dabei. Hallo Christian. Ja. Hallo. Genau. Und Richard war ganz, ganz viel und ganz vieles durcheinander. Das versuchen wir mal ein bisschen auseinander zu dröseln. Zum jetzigen Zeitpunkt, Richard, weiß ich noch nicht, wie ich die Folge nenne. Eigentlich jetzt gerade Arbeitstitel ist Richard. Ja, okay. und ja, vielleicht erörtern wir das noch. Vielleicht können wir das noch irgendwie auf eine Funktion festlangen. Bist du schon gefragt worden, wie du im Abspann genannt werden möchtest? Ja, und auch da würde ich sofort sagen, ist eine ganze Menge zusammengekommen. Also Marc wusste es auch nicht mehr bei allen Sachen so. Auf jeden Fall haben wir uns geeinigt auf Kamerabühne. Dadurch hatten wir ja viel am Set auch miteinander zu tun. Ja, dann Ausstattung irgendwie auch so ein bisschen. Also ich will da gar nicht Michi den Rang ablaufen, aber gab dann doch viele Momente, wo viel passieren musste, an vielen Ecken gleichzeitig. Und da hat man natürlich immer geholfen. Und dadurch, dass ich auch keine zwei linken Hände habe, ging das eigentlich auch immer ganz gut so. Dann hatten wir das ja eben schon mal kurz, auch hier und da mal ein bisschen Ton, obwohl ich mich da zum Beispiel nicht so sehr dran erinnern kann. Also das war nicht ganz so präsent. Das hat man, glaube ich, auch mehr gerne abgegeben. Ja. Genau, und dann der Grund, warum wir nicht so viel Videomaterial haben von mir, ist wahrscheinlich, weil ich meistens hinter der Making-of-Kamera auch war, kann mich auch erinnern, schon mal ein kleines Making-of vor Jahren mal zusammengeschnitten zu haben. Und ja, natürlich letztendlich in der Post auch im Schnitt. Das ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Ja. Fällt mir gerade ein, das wäre was für den YouTube-Kanal eigentlich, dieses alte Making-of, weil es ist ein total schönes Making-of und es ist auch so gewesen, dass ich auf gar keinen Fall jemals ein Making-of nochmal schneiden wollte. Ne? Weil ich dachte so, also, weil da steckt immer viel Arbeit drin und ich freue mich gerade, dass wir du ja eigentlich für diese fast die meisten dieser 30 Stunden Rohmaterial gesorgt hast. Ich würde das gerne mal wieder sehen, muss ich gestehen. Ich weiß, wir hatten das damals mal auf so eine, was weiß ich, Promo-Schein hatte Marc die Sachen schon mal auf DVD gebracht und irgendwie sind die verschütt gegangen. Und wenn man sich überlegt, dass das auch noch war vor YouTube. Ja, ne, ich hab's noch. Ich mach das digital. Also ich würde mich freuen. Ich weiß noch gar nicht, wann diese Folge mit dir rauskommt. Wahrscheinlich sogar. Vielleicht ist ja, also vielleicht war die Premiere gerade schon oder sie ist heute. Weil, total geil. Am 5. Februar. Ich sag's einfach nur mal, und wenn ihr die verpasst habt, die Premiere, dann werden wir euch hier auf diesem Kanal wissen lassen, wann ihr wieder eine Gelegenheit habt, weil den zeigen wir mehr als einmal, glaube ich. Ich hab so ein Gefühl, dass die Premiere ganz schön voll wird. Wirklich, ja? Also ich habe ja hier diese Serie angefangen, da sage ich immer noch, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jemals fertig wird. Mittlerweile traue ich mich das. Also ich treffe ja auch immer so Leute, die auch gerade damit so zu tun haben. Und als ich jetzt so neulich bei Furan gesessen habe und die Effekte gesehen habe, dachte ich, hey, ist doch fast fertig. Läuft doch. Naja, wir haben ja jetzt quasi auch das Grading bei uns auf dem Tisch. Ja. Dadurch ist der Marc dann doch auch das öfter immer bei uns im Büro. Und so tauscht man auch so ein paar Ideen noch aus, was noch so passieren kann. Und ja, auf jeden Fall. Klingt erstmal handfest alles. Bevor wir jetzt endlich euch Making-of-Material auch zeigen und darüber labern, eine Sache müssen wir jetzt nochmal kurz zusammenkriegen. Richard, wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Ja, es ist ja wirklich jetzt 10 Jahre her, das Ganze. Und ich war damals noch nicht mal in der Ausbildung. Ich bin derselbe Jahrgang wie unsere Tonfrau Maria. Ja. Und das heißt, auch ich muss irgendwie 18 gewesen sein oder sowas in dem Dreh. Und war gerade frisch aus der Abiturstufe raus und habe so ein schönes Praktikum gemacht am Institut für Neue Medien. Sogar ein sehr langes, ich glaube letztendlich sowas wie ein Dreivierteljahr. Und in dem Zeitraum hatte Marc mich angefragt, habe da irgendwie in der Filmwerkstatt auch gesessen und hatte Marc mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, an einem Kurzfilm, der sowas wie 6 Minuten gehen soll, eine Woche Dreh, Oberbeleuchter sein möchte. Wirklich? Sowas wie 6 Minuten? Ja, das war mal irgendwie ursprünglich die Ansage. Und das Lustige ist, wir kannten uns auch gar nicht, ne? Also zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nur, das ist der sympathische Typ, der hier immer durchs Haus hüpft und den alle toll finden. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie eine Kamera in der Hand gehabt oder irgendwie Film gemacht. Das wusste ich nicht. Ja, also weil in der Schulzeit auf gar keinen Fall so. Und das war wirklich auch dann der Einstieg. Na, weil weißt du noch, wie das, also als wir dachten, wir würden einen kurzen Film machen, da war das auch die Aufteilung so. Da gab es noch gar keinen Matze Hobrack, der Licht gemacht hat, sondern da warst du der Beleuchter und ich Kameramann. Genau, und ich glaube, 3 Leute hätten da auch gereicht. Vorsichtig. Obwohl man ja sagen muss, das sind ja Sachen, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, erst im Nachhinein.
dass ja quasi ja schon ein Vorfilm auch mit den Schauspielern ja auch gedreht wurde oder schon was geprobt wurde. Ist das ja gedreht? Vielleicht schon so viel, nein, es war ein Jugendprojekt. Das haben wir hier noch gar nicht so richtig erzählt. Das wollte ich irgendwann mal mit den Schauspielern hier machen. Aber es war halt ein Jugendprojekt, wo ganz viele kleine Sachen entstanden sind. Und die Idee war dann, jetzt lasst uns doch so zum Abschluss mal so einen richtig geilen 20-Minuten-Trash-Film machen. Mhm. Und im Hinterkopf gab es aber immer noch so, ja, und während wir hier mit den Jugendlichen arbeiten und die sich so als Schauspieler selbst entdecken, könnte man ja darüber auch eine große Doku machen. Da ist auch viel gedreht worden, da gibt es auch sowas Ähnliches. Aber eigentlich sozusagen ab dem Moment, wo aus diesem 20-Minuten-Trash-Film alle plötzlich Lust bekommen haben auf einen langen Kinofilm, okay, das hat ist uns, das alles explodiert. Ich glaube, das hat uns Marc dann vorenthalten. Weil wie gesagt, ich glaube, ich habe die Aufnahmen zu dem Film dann irgendwann viel später erst gesehen. Okay. Also dass es da offenbar auch schon so eine Art Medienkurs gab, wo es auch wirklich schon ernst gemeint war, das Ganze so irgendwie. Naja, also ich hatte ja schon manchmal so Sorgen, wie schaffe ich denn überhaupt die Drehgeschichte hier in solchen Plaudergesprächen aufzuarbeiten? Aber eigentlich genau gehört das auch noch dazu. Ja, total. Und für mich jetzt gerade nochmal wirklich faszinierend, dass du, also wie so viele, wie Maria das ja auch mit dem Ton hatte, einfach so reingeworfen, man weiß eigentlich gar nicht so genau, hat aber irgendwie Bock drauf so. Mhm. Ich meine, du warst ja nicht zufällig in der Medienwerkstatt ein Praktikum, mich hat das schon interessiert, oder? Oder warst du gerade in diesem typischen mal gucken? Nee, wirklich, ich glaube, ich war wirklich in dem mal gucken. Ich hatte gar keinen Plan, was ich machen wollte. Also gab ja bei uns auch Leute, die sofort ins Studium gegangen sind und gesagt haben, hier, volles Brett. Überhaupt nicht. Das FSJ beim Zoo war schon vergeben. Und ja, letztendlich, was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass da viele Sachen mich auf Anhieb interessiert haben. So. Okay. Auch Autodidakt selber meinen ersten Film geschnitten habe, so ein bisschen mit Photoshop in Berührung gekommen bin, wie man eine DVD erstellt. Und dann wurden genau solche Sachen auch abgefragt im Zuge irgendwie von Fischfestival oder sowas. Und habe einfach gemacht und habe halt gemerkt, man ist auch so ein Typ, der das auch geil findet, alleine Sachen zu schaffen. Also ich glaube da, ohne irgendwie zu viel Selbstlob irgendwie, das kann ich auch an alle anderen oder an viele der Beteiligten auch weitergeben, das sind alles irgendwie auch Macher gewesen, die auch immer den Arsch in der Hose hatten, wenn wir was anpacken, dann machen wir das fertig so, ne? Und ich glaube, das hat dann auch dem Film auf jeden Fall sehr viel gegeben so. Ja, dann lass uns doch mal auch schon mal nebenbei ein bisschen was laufen lassen. Ja. Ich suche ja mal am Anfang immer so ein Bild raus, das auch so ein, ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Ja. Man sieht gerade, eins der Lieblingsthemen war ja immer dieser bekloppte Dolly, den man so schieben kann. Der Jöran-Dolly. Genau, weil den ein gewisser Jöran mal gebaut hat. Den habe ich auch nie kennengelernt, aber ich habe das Ding von Anfang gehasst. Das war schwer, das war groß, es ist auf Rollen und nicht auf Schienen gefahren. Und deshalb ist das nie gelaufen und schon gar nicht in dem Raum. Da ist ja gerade mal genauso viel Platz wie der Dolly groß ist so. Aber das Set war ein schönes auf jeden Fall. Ja, und ich mochte einfach so, wie das Ganze total relaxed. Du liest ja deine Zeitung, stehen ja so alle rum, mal gucken, was wir damit jetzt irgendwie machen. Ich weiß gar nicht, so, jetzt steigen wir mal in so einer Welt ein, da will ich kurz mal das Audio reinlassen, weil da muss ich mich immer tierisch amüsieren. Das ist einer der ersten Drehtage, an die ich mich bewusst erinnere. Und wir gucken uns beide gerade die Lichttechnik an, ne? Ich stehe da auf der rechten Seite. Gut, und dann lass uns mal bitte die Lampen aufbauen. Es ist vielleicht gar nicht klar, ich habe null Ahnung gerade. Das sind total neue, fette, geile Lampen von Ari. Ich habe keinen Plan. Ja. Aber ich tue so, als hätte ich einen. Ja, ich glaube, das war letztendlich auch immer ein Phänomen. Man muss ja dazu sagen, so, ich weiß gar nicht, wie weit sind wir auseinander? Na, ich bin jetzt 34. Ja, okay, na gut, dann ist das nicht so viel. Ich glaube, wir hatten da auch immer einen ganz guten Draht, aber Marc ist ja dann doch schon eine ganze Ecke auch älter gewesen. Und irgendwie war das immer spannend, ihr wart immer irgendwie die Großen, auch die Frequenz, wie da die Gags rausgehauen wurden, der Plan, den man über Film hatte, ich habe da eigentlich die meiste Zeit wirklich nur die Ohren angelegt und zugehört und gedacht, krass, hoffentlich fällt sie hier nicht hinten runter, weil alle waren natürlich auch doof, alle, die es nicht verstanden haben, die waren auch nicht dabei, die waren nicht im Team so, ne? Und dementsprechend, also ja, auch ich hatte da gar keine Ahnung von, aber das ging dann doch relativ gut von der Hand, ne? Guck mal hier, der fällt schon auf. Ja, aber ich meine, guck, ich gucke da auch gerade so, naja, diese Flügeltore und wahrscheinlich, glaube ich, das Schlimmste ist. Können wir ja gleich die Zombies wieder in die Hölle schicken damit. Ah, guck mal, da ist sogar der. Ja, der Mario, der Mario, der Kamera hält. Ja. Das sieht man auch gleich in der Kadra. Na gut, ich
Irgendwann fange ich dann wirklich an, auch noch darüber zu fachzusimpeln. Ja, also wie viele Lampen passen so auf eine Phase und ja, so. Ja, ja. Ich meine, da wurde es wirklich gefährlich. Weil aber das ist total schön, ne? Also weil auch da würde ich sofort sagen, so viel Kram gelernt dabei, ne? Also das ist ja der Matze ja dann doch schon da. Ja. Und das muss man ja lassen, dass er da dann doch auch viel Plan hatte und oder vielleicht auch nur gefährliches Halbwissen, wer weiß, aber das oft gereicht hat, dass die Sicherungen eben nicht gekommen sind. Oder wenn sie gekommen sind, hat man gewusst, warum. Ja. Ne, und das war schon okay. Ich habe ja diesen Dolly jetzt hier mal mit reingeschmissen. Ja. Ich habe jetzt leider nicht viele Bilder gefunden, wo du den tatsächlich schiebst, oder du hast das oft gemacht. Und ja, ich glaube, wir haben nachher auch noch einen anderen gehabt, der dann, also den vom Filmbüro, der noch ein bisschen besser war. Genau, das ist jetzt nämlich einer, der auch auf Schienen ist. Deswegen, das sieht jetzt so am Anfang manchmal auch mal ganz cool aus, die Aufnahme. Und dann passieren aber immer so blöde Sachen so. Ja, hier ist immer das Black Wrap. Genau, oder wir fahren dem irgendwie gleich erstmal auf die Rübe oder ich schwung mal hier gerade. Ist das bisschen. Eigentlich auch symptomatisch gewesen, dass man gar nicht die Lampen umgestellt hat, sondern so eine Black Wrap-Tüte einfach drumherum gebaut hat? Du, ich meine, ich zum Beispiel dachte, wir hatten ja leider nicht irgendwie so noch geiles Kamerazubehör, was heute viel selbstverständlicher irgendwie immer greifbar ist, dass man schön ein Compendium hat, um alles immer abzuschatten. Ja. Schön Black Wrap hingebastelt. Sah doch nett aus. Ja, genau. Also genau, total intuitive Art, da ranzugehen. Okay. Und genau, es ist einfach nur so eine Zusammenstellung von lauter Aufnahmen, bei denen das immer mit dem Dolly irgendwie stimmt, hier geht. Oh, hier geht das sogar richtig schief, glaube ich, ne? Ja, ich meine, ich habe... Ich glaube, das... Ja. Einmal abgestiegen. Ich glaube, in der Einstellung gibt es auch einen Moment, wo wir unserem einen Darsteller irgendwie über den Fuß, über die Hand gefahren sind. Das ist richtig böse, weil du ja meistens auch mit drauf gestanden hast. Mhm. Und dann waren das ja auch immer gleich sowas wie zarte 80, 90 Kilo, ne? Genau, ich hab einige von diesen Aufnahmen habe ich dann gar nicht mehr gefunden. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir die damals auch beim Rohschnittprozess dann irgendwie dann nicht immer gleich als Outtakes in den lustigen Ordner geschmissen haben. Aber genau, es wimmelt davon, dass wir in die Hacken gefahren sind und Abstürze. Also ich finde es auch recht erstaunlich, ich hatte genau nur eine Kamera zum Drehen und die musste das alles mitmachen. Das stimmt. Das hat erstaunlicherweise gut geklappt. Richard, das ist jetzt die Phase in dem Material, die mal so querbeet. Klar, du hast beim Licht mit assistiert. Mhm. Und du hast Ton gemacht, da habe ich nochmal so eine Aufnahme gefunden. Mhm. Immer relaxed. Ja, genau. Ja. Wundervoll. Ja. Und wenn ich jetzt gleich die nächste Einstellung sehe, dann weiß ich, ich war nicht dabei bei dem Dreh. Ja. Und ich dachte, ach so, hast du auch Ton gemacht? Ja. Und habe ich mich gefragt, oder war das wieder einer von diesen Tagen, wo, wer macht Ton? Du? Ja, also ich glaube schon. Das ist leider, Ton jetzt eigentlich nicht das Thema, aber ist doch ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema gewesen. Also ich habe das Gefühl, das ist immer die große Krankheit bei No-Budget-Filmproduktionen auch. Das wird nicht ernst genommen. Ja, notfalls machen wir eine Post, wollen jetzt schießen, jetzt drehen, jetzt ist alles fertig, jetzt können wir nicht nur auf Ton warten. Und man vergisst immer dabei, dass das die 60% beim Film sind eigentlich, ne? Und wie viel da im Nachhinein gebastelt werden muss und es wird nie so behandelt. Also ich habe das schon ganz oft erlebt, dass also wenn irgendwie im Bild auch nur ein kleines Detail nicht okay war, wir drehen es nochmal. Hm. Wenn der Tonmann sagt, ja, Leute, der Ton war nicht gut, ja komm, das machen wir in der Post. Ja. Also für all die da im Schnitt sitzen. Ist übrigens ja sowieso der Running Gag gewesen letztendlich. Das machen wir in der Post. Also ja, leider nicht nur beim Ton, sondern ja auch bei vielen, vielen anderen Sachen so. Und wir werden es erleben, was da in der Post so noch alles produziert wurde. Richard, auf der Suche nach all den verschiedenen Aufgaben, die du gemacht hast, die vielleicht nicht im Abspann stehen, was macht ihr da? Was ist da los? Also ich weiß, da sind wir oben in dem Raum, das haben wir ein Stück weit auch gesehen, es gibt die andere Aufnahme, die wir bei Michis Podcast gesehen haben, wie wir da die Couch runterschleppen. Ich kann dir gerade nicht sagen, ob wir da... Doch, ich weiß es ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Wir hatten einen Praktikanten, den Michael Jacobi, der für uns einmal gekocht hat. Okay. Und das hat dazu geführt, dass der in der Base beim großen Töpfe abwaschen ihm der Topf aus der Hand gefallen ist und das komplette Waschbecken zerlegt hat. Scheiße. Und ich glaube, wir sind gerade dabei, für den Ort, wo wir übernachtet haben, für das Haus quasi, das wir besetzt haben, ein neues Waschbecken zu besorgen. Und ich habe das Gefühl, wir haben das mit Leib und Seele gemacht auf jeden Fall, weil was da rauskam, oieiei. Und es geht weiter. Mhm. Ja, genau. In dem gleichen Gebäude hatten wir Bedarf nach einem interessanten Motiv. Ja. Ich glaube, hier war die Überlegung, dass vielleicht hinter dem Putz sich eine Klinkerwand befinden könnte, die für ein Set durchaus interessant ist. Ich glaube, im Set oder im Film ist ein Schwenk von vielleicht 3 Millisekunden, wo letztendlich diese Wand zu sehen sein wird.
Aber wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre der Film nicht auf Anschluss gewesen. Also, ja. Du weißt, es gab Momente, in denen ich nicht gerne zu Marc hoch bin, wenn der noch über Nacht wieder am Drehbuch gearbeitet hat und wir dann so auf den letzten Drücker noch neue Auflösungen machen mussten und so. Ja. Aber wenn ich wusste, dass ihr gerade irgendwo steht und gerade in dieser Scheiße rumkloppt, habe ich manchmal gedacht, es ist okay. Ist ja, hier auch, ne? Das hat ja auch der Michael schon gesagt, so da in diesem Heizhaus. Ich weiß, wir haben diese Dinger gesucht, diese Gitterroste. Ja. Da haben uns ja sogar noch ein paar Jungs welche geklaut. Da haben uns so gefreut, nächsten Tag waren die weg. Oder kam gerade jemand und wollte die abholen. Da hat Marc denen noch irgendwie Geld gegeben und die noch mit dem Fahrradschloss angeschlossen. Und das heißt, wir haben von ganz irgendwo hoch oben noch irgendwo welche ausgebaut, Furan und ich. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass uns eins davon runtergefallen und das hat einfach mal 30 Jahre Industriestaub aufgewirbelt und also wir mussten uns die T-Shirts voll im Mund halten und dann gedacht, okay, jetzt ist Krebs, ist tot, ist vorbei einfach. Aber noch sind wir alle da und vielleicht schaffen wir noch die nächsten 20 Jahre. Ja, so. Ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben und eigentlich auch danach nie wieder so richtig schönen schwarzen Rotz aus meiner Nase geholt, das ist wirklich räudig. Ja. Ja, das ist schon krass gewesen so. Aber da gibt es auch eine schöne Anekdote von dir, ne? Wie Matze da schön Licht gestellt hat. Ach ja, richtig. Und du da unverblümt die 2 kW angefasst hast und erstmal eine geflundert bekommen hast, dass du dich hinsetzen musst. Ja, ich meine, wir haben den Strom irgendwo abgezapft, wo noch Strom war, ne? Ja. Also das. Genau, da lag irgendwo Strom an in dem Haus. Ach hier, guck mal. Einer meiner schöneren Momente. Genau, wir können mal kurz reinhorchen. Ja, Diagnose. Okay. Ja, Herr Dr. Löwe, wir haben die Analyse Ihrer Diagnose. Sie haben Krebs. Und ich weiß wirklich nicht, wie das auf Leute wirkt, die nicht beim Dreh dabei waren. Die werden sich wahrscheinlich am Kopf kratzen und denken, was ist denn hier los mit euch? Ja, das war natürlich auch total spannend, ne? Also, weil da hat man dann den halben Tag irgendwie das mit eingerichtet, Licht gesetzt. Wir haben ja auch davon schon Aufnahmen gesehen. Also kneten, was das Zeug hält. So, und Performance-Pause, ja. Also auch da ja die Situation, siehst du, genau, das hatte ich gar nicht gesagt, Schauspieler bin ich ja auch gewesen. Helfen mir nochmal, sag nochmal, ich vergesse das immer. Achso, doch, ja, eben eine Rolle, du warst ja wirklich quasi genau, ein Doktor. Da war ja auch dann, das ist ja dann auch so schwierig, ne, dass man dann ja auch im Schnitt geholfen hat. Du weißt, wie ich mir gerade vorgestellt habe, dass ihr nur aus Gag euch da so eingezogen habt. Das ist natürlich Quatsch, weil ihr habt ja das gespielt. Ja. So, aber halt auch im Schnitt sich selber zu sehen und auch sich selber rauszuschneiden zum Teil, ne. Also ich glaube, ich bin zumindest 3-mal irgendwie, also ich bin ja nicht nur Dr. Jacobi gewesen, sondern auch Hausmeister und Polizist oder da in dem Gefängnis irgendwie so. Und das war immer überhaupt nicht wichtig, weil da hieß es nur, ja, wir stecken jetzt mal jemanden in eine Uniform und dann machen wir das. Aber in dem Falle mit dem Arzt, da war es halt ganz klar, okay, du musst jetzt die Szene spielen, wie du musst jetzt entbinden. Ja, 19 Jahre alt, Herr Dr. Jacobi, entbinden Sie mal die Frau. Und dann hast du deine Hände da zwischen den Beinen einer Schauspielerin und denkst dir, okay, was machst du hier eigentlich gerade? Und ein Regisseur, der dir sagt so, nee, also irgendwie drück mal mehr auf die Tube, das ist gerade ganz schön langweilig. Das ist so, okay. Naja. Das heißt, du hast wirklich im Crashkurs bei diesem Dreh eigentlich alles irgendwie mitgemacht, ne? Also oder wahnsinnig viel. Ja, aber ich würde auch sagen, wie jeder andere ja auch, ne? Also, nee, aber mir wird das nur gerade, also zumindest für mich war es dann nicht das erste Filmprojekt, also jedenfalls in so einem Umfang. Wobei in dem Umfang war es dann, also gibt es dann auch keins mehr danach, weil es ja immer größer und länger geworden ist. Hat auch einen Moment gedauert, für sich selber rauszufinden und festzustellen, dass nicht alle Filme so gemacht werden. Was soll das heißen, Richard? Aber ja, sag mal, wie ist denn das? Also hat das für dich. Ach, das ist jetzt schon so rückschaumäßig, aber was würdest du denn sagen? Was hat denn das dir, also hat das was verändert für dich? Also hast du danach gedacht, okay, ich weiß, ich muss das will ich machen? Ja, ich würde den Credit eigentlich ungern geben. Okay, ja. Also, aber ich muss es tun, so, weil letztendlich, nein, es ist ja so. Also, wie viele von den Leuten, die damals das zusammen gemacht haben, sind nach wie vor medienbegeistert, ob nur Filme oder sonstiges, und machen das auch nach wie vor. Ne? Also sei es ein großes Hobby oder sei es dann näher oder weiter weg, dann doch genau das. Wir haben inzwischen unsere eigene Filmproduktion gegründet in Rostock, also machen exakt das irgendwie.
So, Michi, der halt sowas sagt nebenbei, macht er das mal. Eine Maria, der das auch zwischendurch nochmal gemacht hat oder so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sind alle im kreativ produzierenden Gewerbe geblieben. Also jeder hat halt Lust, auch was zu machen und nicht nur irgendwie zu konsumieren, ganz Tag im Büro zu sitzen oder sowas. Ne? Und das kann man, glaube ich, ob das jetzt den Stein ins Rollen gebracht hat, aber also für mich auf jeden Fall, weil ich habe vorher überhaupt nicht sowas gemacht. Ja. Ne? Und war auch immer danach begeistert und wir haben mindestens 8-9 Jahre und auch bis heute Kurzfilme gedreht und wir machen das weiter. Nee, ich meine, es hätte ja auch der Moment kommen können, wo du einfach total genervt wärst. Ja, klar, ich habe gestern gespielt, heute habe ich Ton gemacht und wir den Dicken auf den Dolly geschoben. Ja. Also ich hätte auch immer mal sagen können, ich habe keinen Bock mehr. Gab's sowas eigentlich? Gab's wenig. Also ich hab natürlich, wie gesagt, dadurch, dass ich da gerade gar keine Verpflichtung hatte, ich habe mich letztens mal gefragt, was haben meine Eltern gedacht, was ich das 3-4 Jahre in Wismar gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. So, die waren einfach mal froh, ja, dass du mal nicht so viel zu Hause warst. Ich weiß, also ich glaube, ich würde sagen, man war natürlich irgendwie jung und belastbar, auch ja, ganz klar so. Und es gab natürlich auch so Momente, wo man an die Grenzen gekommen ist. Es gab sicherlich auch mal einen Moment, wo man auch einen Mark nicht fair fand, ne? Wenn der dann mal wieder rumgekotzt hat, wie scheiße das alles ist und man sich gedacht hat, Alter, also dafür, dass hier jeder sich einen Arsch aufreißt. Aber es gab dann auch die anderen Momente, wo er das genau auch gemerkt hat und sich auch entschuldigt hat oder so, ne? Und genau, so eine Momente gab es dann auch. Da habe ich dann mal gerade so einen Moment. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob man dazu was sagen muss. Es ist nee, halt so das schade. Darf einfach mal laufen, während du noch so ein bisschen dich freust. Ja, ja. Das war ja die ersten Möglichkeiten. Guck mal, die langen Orang-Uta-Arme. Ja. Heute ist das lächerlich, ne? Wenn man sich überlegt, dass man mit seinem iPhone irgendwie 250 Bilder Zeitlupenaufnahmen machen konnte. Das war, was waren das, 7 Sekunden hatte man Zeitlupe auf so einem kleinen Sony-Camcorder bei ja, ganz viel Licht, also das konnte ja, man nur draußen machen. Und ich würde sagen, eine Auflösung von 200x200 Pixel. Ja, genau. Und alle haben es hammerhart abgefeiert und deshalb mussten wir, um in diese Zeitlupenaufnahmen auszuprobieren, so schnelle, dämliche Bewegungen wie möglich zu machen. Und alle haben sich nur gefreut über diesen doofen Sony-Camcorder. So, ja, wenn ihr sich überlegt, dass man das heute durchgehend filmt und in 4K und hast du nicht. Ein Wahnsinn, ne? Ja. So. Das, genau, das machen eben 10 Jahre auch. Das habe ich auch so gedacht. Ja, ja. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt, wenn man den ganzen Film guckt, ob man das eigentlich so spürt, dass das. Also ob das schon retro aussieht, weißt du? Ja. Weil wir haben es halt, ja, meine TV-Kamera, so, das war schon so am Sterben, so als wir es gemacht haben. Ja, das ist auch schlimm, ne? Dass man sich ja gar nicht drüber nachgedacht hat. Das war einfach das Einzige, was da war und das Einzige, was kostengünstig ging so. Aber da kann ich ja vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben. Jetzt das Material, was jetzt gerade gegradet wird, auch auf einer HD 60 Zoll Glotze zu sehen, es ist noch nicht so schlimm. Also es ist noch nicht so wie die 600 Minuten VHS-Kassette mit seinem Lieblings-Terminator 2-Film drauf, wo einfach nichts mehr drauf ist am Ende. So. Nee, es geht schon noch so. Ja, vielleicht muss ich da wirklich mal, wenn die Premiere schön gelaufen ist und so, komme ich vielleicht mal in das Rabauke-Studio, wo das ja alles gemacht wird. Ja. Also die Postproduktion. Und was mit Jan oder so. Ja, oder? Ja. Ja, total gerne. Also gibt noch viel zu erzählen, glaube ich. Oh ja, total. Und ehrlich gesagt, diese ganze Welt, in die wir uns ja begeben haben, ein Stück weit zu dritt ja, für den Rohschnitt, also ja, immer wieder mal so ist ein Angriff nehmen und diesen Film schneiden. Oder auch das Ferienlager Materialsichtung ja nur, ne? Also das ist ja vielleicht auch mal ein Thema wert irgendwie. Also sehr viel intensiver war ich, habe steht eigentlich auch gar nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Also ja, ich jedenfalls nicht. Aber das ist natürlich immer schön, also dadurch kann man natürlich auch sagen, das Projekt wirklich von Anfang bis fast zum Ende auch wirklich komplett mitbegleitet zu haben. Das ging ja manchen anderen anders und manche hat ja auch vielleicht weniger dran geglaubt. So. Ja. Aber ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall sagen, dass man immer gesagt hat, wenn da was passiert, man unterstützt das auf jeden Fall. Und das wird wahrscheinlich darin enden, dass ich heute einen Anruf von Marc gekriegt habe, ob ich nicht auf der Premiere Head of Department für Musik und DJ sein kann. Also, ja, geil. Du, ich habe schon zugesagt, dass ich auch eine Stunde mache. Ja, alles klar. Sehr schön. Okay, Leute. Richard, wir sehen uns auf jeden Fall hier nochmal wieder. Sehr gerne, sehr gerne. Und wir sehen uns schon nächsten Freitag wieder mit der nächsten Folge. Und ich weiß wieder noch nicht, wer wird es sein. Doch, oder? Nee, ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.